Hallo, herzlich willkommen bei Stardopites und willkommen beim ersten Video der Logikgatter-Serie. In diesem Video werden wir uns den 7404 und den 7408 IC genauer ansehen. So, let's get started. Wir beginnen mit dem 7404 IC. Der 7404 ist ein Hex-Inverter-IC, was bedeutet, dass man 6 Eingänge hat und dass der Typ der Logik ein Wechselrichter ist. Wenn du nicht mit einem Inverter vertraut bist, solltest du dir die Wahrheitstabelle eines Wechselrichters ansehen. Hier kannst du sehen, dass wenn dein Eingang aus ist, dass dein Ausgang an ist. Und wenn dein Eingang an ist, dass dein Ausgang aus ist. Hier kannst du sehen, dass Pin 14 mit VCC und Pin 7 des ICs mit Ground verbunden ist. Jetzt musst du einen der Eingänge über einen Taster mit VCC verbinden. Du musst den Eingang auch über einen Widerstand mit einem hohen Wert an Ground anschließen. Wie du sehen kannst, drücke ich den Taster und die LED wird ausgeschaltet. Ich lasse den Taster los und die LED wird angeschaltet. Die Verzögerung zwischen dem Drücken des Tasters und dem Ausschalten der LED beträgt etwa 20 Nanosekunden bei 5 Volt. Jetzt fahren wir mit dem 7408 IC fort. Der 7408 ist ein Quad 2 Input AND Gate IC, was bedeutet, dass der IC 4 Logikgatter hat und dass jeder dieser Logikgatter 2 Eingänge hat. Der Typ dieses Logikgatters ist in diesem Fall ein UND-Gatter. Wenn du nicht mit einem UND-Gatter vertraut bist, solltest du dir die Wahrheitstabelle von einem UND-Gatter ansehen. Hier kannst du sehen, dass wenn beide Eingänge aus sind, dein Ausgang aus ist. Und wenn einer deiner Eingänge an und der andere aus ist, dass dein Ausgang auch aus ist. Der Ausgang ist nur dann an, wenn beide Eingänge an sind. Hier kannst du sehen, dass Pin 14 mit VCC und Pin 7 des ICs mit Ground verbunden ist. Jetzt müssen wir 2 Eingänge eines Logikgatters über 2 Taster mit der Versorgungsspannung verbinden. Der Ausgang dieser Eingänge muss mit einer LED und einem Vorwiderstand mit Masse verbunden sein. Wenn du nicht weißt, wie man den Vorwiderstand berechnet, solltest du mein Video über dieses Thema anschauen. Beide Eingänge eines Gatters müssen auch mit einem 10 Kilo Ohm Widerstand auf Masse gezogen werden. Wie du sehen kannst, ich drücke einen Taster und der Ausgang bleibt aus. Ich drücke beide Taster und der Ausgang geht an. Aber es gibt auch hier eine Verzögerung. Diese Verzögerung beträgt etwa 5 Nanosekunden, was 0,005 Mikrosekunden entspricht. Vergiss nicht, den Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten. Tschüss!